Einen wunderschönen guten Abend und damit herzlich willkommen zu der 18. Ausgabe vom Nextcast. Heute, wie gewohnt, mit dem Marco. Guten Tag. Und ganz neu dabei auch mal der David. Hallo, wahrscheinlich kenne mich höchstens von den News. Ja. Und es ist nicht der David, der von der anderen Seite ist. Nein. Das Gerücht ist jetzt endlich, gespalten. So wollte ich sagen. Und wir haben für euch heute interessante News und da fangen wir dann einfach auch direkt mal an mit einer interessanten News, nämlich von Windows, beziehungsweise auch von Microsoft. Nämlich da sind nun mal erschreckende Pirateriezahlen aus China bekannt gegeben worden, nämlich der Staatsoberhaupt von China, nämlich Hu Lintao, hat nämlich mit der USA, dem Microsoft-Boss Steve Ballmer, eine kleine Diskussionsrunde eröffnet, nämlich mit dem Thema geistiges Eigentum. Und dadurch wurde ihm mehr so der aktuelle Stand gezeigt, wie viele illegalen Kopien denn von Windows schon über China drüber gelaufen sind. Und das Problem in China ist natürlich auch bekannt. Selbst Barack Obama, der US-Präsident, ist davon erschrocken und meinte, dass Ballmer Yanto schon auf hohen Anteil an Raubkopien hingewiesen hat. Zudem habe der Chef des Wetmonder Wiesen geschätzt, dass gerade mal einer von 10 Microsoft-Nutzern für seine Software auch bezahlt habe. Und ja, wie sich das Verhalten in China jetzt und weiter oder verhalten wird, bleibt abzuwarten. Und ja, selbst die Piraterie-Kopien hier in Deutschland sind ja auch nicht gerade die wenigsten, ne? Totenstille hier irgendwie, als ob ich hier allein bin. Was sagt ihr denn dazu? Kann ich nicht viel zu sagen. Okay. Naja, gut. Können wir ja mal weitermachen mit der nächsten. Ist ja nicht ganz so, dass ich auch so legal bin, also Windows 7 zum Beispiel, Hust. Das hat doch keiner gehört. Oder? Ich will es aber immer erwähnen. Doch, habe ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt, in der letzten Folge, als ich erzählt habe, dass ich Windows 7 nicht ganz egal habe. Kann ich aber eh nicht mehr nutzen. Weil, keine Ahnung. Genau. Kommen wir zu der nächsten News und dabei handelt es sich weiterhin um Software. Diesmal geht es um OpenOffice. OpenOffice ist ja der freie Office-Suite zu Microsoft Office und ist jetzt in der Version 3.3 erschienen und natürlich bringt da diese Version wieder einige Verbesserungen mit sich. Die maximale Zeilenanzahl in der Tabellenkalkulation wurde auf 1 Million Zeilen erweitert. Damit hat es auch Kompatibilität zu Microsofts Excel-Programm und damit es auch eine bessere Kompatibilität zu Word hat, wurde auch noch das Schreiben gesichert. Also man kann, bevor man schreibt, schon ein Passwort setzen und die Benutzeroberfläche und der Druckdialog wurden zudem auch noch überarbeitet. Das Ganze ist, wie gesagt, in 3.3 Version erschienen, aber vorher ist auch noch eine andere Version erschienen, und zwar von LibreOffice, auch in 3.3. LibreOffice ist ja dieses Fork von OpenOffice, die haben sich abgespalten. Und das ist ebenfalls in der gleichen Version erschienen. Beides übrigens kostenlos downloadbar. Das. Ja, dazu muss ich noch kurz sagen, das freut mich natürlich, denn ich benutze leider auch OpenOffice, da bei meinem Aldi-Computer leider kein Word installiert war. Wow. Aldi-Computer. Medion? Jo, leider. Hätte mich auch was anderes gewundert. Also, ich wundere es ja tatsächlich immer wieder, ne? Wie viel Marco und David zusammen haben, ne? Zusammen gleich sind. Wieso? Ich habe keinen Aldi-Computer. Aber du hast einen Medion-Rechner. Ich habe auch keinen Medion-Rechner. Ich habe einen Fujitsu Siemens-Computer von ProMarkt. Ja, ist eigentlich fast das Gleiche. Nee. Ja, dann kommen wir mal zu Next News, nämlich von Bethesda Softworks. Die Jungs und Mädels haben nämlich gerade neue Release-Termine zu 4 ihrer neuen Games preisgegeben.
Das wären abgelesen am 20. Mai 2011 Brink für PS3 und Xbox 360, am 3. Juni 2011 Hunted, die Schmiede der Finsternis, auch für PS3 und Xbox 360, am 16. September 2011 Rage, ebenfalls für PS3 und Xbox 360, und am 11. November 2011 die Elder Scrolls 4 Skyrim, ebenfalls für PS3 und Xbox 360 erhältlich. Ja. 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 Und da hat der Marco auch einen Kommentar drunter geschrieben. Nix für den PC, überraschend. Überrascht mich sehr. Vor allem bei Elder Scrolls 5. Tja. Ja, weil da irgendwie keine PC-Release-Termine da sind. Weil normalerweise die Spiele auch für PC erscheinen. Aber wahrscheinlich wurde einfach kein Release-Datum genannt. Ja. Wollen wir nicht hoffen, dass noch eine gute Serie vom PC auf die Konsole wie übergeht und eine schlechte Serie wird, wie bei 4 zum Beispiel. Genau, das finde ich irgendwie ziemlich schade. Aber was ich jetzt gerade mal feststelle, ne, 11.11.2011, naja. Könnte wieso? Schon bekannt sein, das Datum. Den Termin sollte man vielleicht nicht glauben, der kann noch verschoben werden. 11.11., das ist immer so ein Termin, wir sind uns nicht sicher, wir sagen einfach mal einen Termin, ne? Der ist gut für das Jahr 2011. Ich kapiere das nicht irgendwie. Was, 11.11. nur wegen den ganzen Elfen oder was? Ja, genau. Ach so, toll. Könnte auch Pech damit bringen, ne? Ich dachte, das wäre mal 13 gewesen. Ja, die schwarze 7 auch. Das was hat doch damit zu gehört. Tun? Gar nicht. Egal. Ja, genau. Ja. Interessante News, und dann kommen wir heute auch zu unserem großen Thema, denn unser Thema wird sein, Marco? Ich habe keine Ahnung, ich habe gerade nicht zugehört. Das ist wirklich schlecht. David? Nintendo 3DS gegen PSP 2, nachdem ja zu beiden auf unserer Seite ein kurzes Preview geschrieben wurde. Genau. Das hätte sozusagen, ich. Benny versus mich. Ja, Benny gegen Marco. Also ich bin für 3DS. Wer auch immer noch für 3DS ist. Hust. Ich hasse 3D. Also zumindest bei Gaming. Ich kann es nicht leiden. Ich würde niemals 3D-Spiele spielen. Für Kino okay, aber TV oder Spiele geht überhaupt nicht. Ich hab's noch nie probiert, aber... Ja. Naja. Für mich ist 3D einfach nur für Kinoerlebnis geeignet. Keine Ahnung, wie man das überhaupt alltäglich nutzen sollte, könnte, müsste, weil irgendwie, naja, komisch. Naja, die Frage ist ja auch, ne, braucht man es wieder, sind wir nicht bei diesem, ne, 3D? Ja, brauchen wir es? Eigentlich nicht. Man könnte es auch gleich überspringen und gleich so 4D kommen, damit es noch realistischer ist. Damit man alles riechen kann. Und schmecken und essen, keine Ahnung, was alles. Zum Beispiel, wir könnten ja einen 4D-Podcast machen, dann könnten wir uns auch gegenseitig riechen. Das wäre aber nicht so lustig. Ich glaube, das wäre nicht so lustig, wenn gerade vorher noch jemand, ne? Fisch auf dem Tisch stehen hat, ne? Also du? Nein. Gut, also keiner. Ja. Fassen wir das am besten einfach mal kurz zusammen. Fangen wir am besten an mit der PSP 2. Das ist meine Sache gewesen. Genau. Übrigens werde ich keins von beiden zulegen. Ich habe einen alten DS und ich spiele damit eh nicht mehr. Das heißt, Mobile Gaming ist für mich eh abgehakt. Aber zu PSP 2, die wurde ja kurz vor ein paar Tagen so vorgestellt. In Tokio. Und ja, das ist eine PSP 2, wurde die eigentlich jetzt erstmal, wie heißt die nochmal? NGP oder so? NGP, ja. Next-Gen Portable. Ja, Next-Generation Portable. Und ja, diese bringt einige Neuerungen natürlich gegenüber der ersten PSP. Und ja, was hat es? Es hat kein UMD-Laufwerk mehr, sondern jetzt nur noch Flash-Speicherkarten. Und es gibt einen Store bald noch dazu. Das wird dann so sein wie bei der PSP Go, dass man auch was runterladen kann. Es besitzt einen Quad-Core-Prozessor. Damit ist er schneller als mein Rechner. Ja, die Grafik wird von einer PowerVR SGX543 MP4 Plus von Imagination Technologies zuständig sein, und ich habe keine Ahnung von der Grafikkarte, sagt mir irgendwie nichts.
Ich weiß nicht, ob ihr es irgendjemand überhaupt kennt, aber das Plus soll irgendwie eine überarbeitete Version sein oder ein Zeichen dafür sein. Das Ding soll sowohl Wi-Fi als auch 3G unterstützen. Die Akkulaufzeit beträgt aber nur 4 bis 5 Stunden, was ja eigentlich ziemlich wenig ist. Aber 4 bis 5 Stunden können auch schon lange sein. Mein DS hält aber länger. Ja, gut, okay. Mal sehen, wie das der 3DS dann regeln wird. Ja, kommen wir auch gleich zu. Genau. Äußerlich hat sich nicht so viel getan, zumindest auf den ersten Blick, aber erstmal natürlich, das Display ist 5 Zoll groß und ist ein Touch-OLED-Display mit einer Auflösung von 960 mal 544 Pixeln. Hat 2 Analogsticks, rechts und links, Knöpfe, Schultertasten, wie gewohnt. Und ja, das hat übrigens noch sowohl vorne als auch hinten eine Kamera. Wie viel Megapixel das jedoch hat, wurde irgendwie noch nicht genannt. Die Rückseite besitzt zudem ein Touchpad und in Kombination eines Gyroskopen. Ich glaube, das wird auch eingesetzt bei iPhones. Damit lässt sich auf der Rückseite nun durch Bewegung die PSP steuern und dabei hat man natürlich einen freien Blick auf das Display. Diese Technik kam, wie gesagt, bei diversen Smartphones schon zum Einsatz. Als Launch-Titel sind Spiele wie Killzone, Resistance, LittleBigPlanet oder Uncharted geplant. Wie teuer das Gerät oder die Spiele werden, das wurde nicht genannt. Analysten gehen aber von einem Preis zwischen 299 und 349 US-Dollar aus. Vor kurzem übrigens noch ein kleines Update wurde ein Preis von ungefähr 250 Dollar genannt. Also ungefähr in dem Preis wie der 3DS. Und der Release soll gegen Weihnachtsgeschäft geplant sein. Zu deinem letzten Preis, Dollar oder Euro? Dollar. Dollar. 250 Dollar in Euro macht. Ich glaube zumindest, ich weiß es nicht mehr, irgendwie Euro oder Dollar, aber irgendwas habe ich von 250 gelesen, auf Giga, glaube ich, war das. Sonst. Ja, es ist ja auch eine gute Sache. Das sind umgerechnet 163 Euro. 83 Euro. 250 Dollar. 100. Euro, 103. eigentlich müsste, wenn 250 Dollar, müsste eigentlich Europreis niedriger sein, soweit ich Ja, ist weiß. das ja auch. 183. Habe ich 283 gesagt? Ich meinte 183. Ja, du hast 200 gesagt. Egal. Ja, also. Ja, um nochmal auf den Flash-Speicher zurückzukommen, das finde ich ehrlich gesagt eher einen Schritt in die falsche Richtung, da es also die PSP dann mehr schon an ein Smartphone erinnert als an eine tragbare Spielekonsole, meiner Meinung nach. Apropos Smartphone, ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, die PSP 2 wäre eigentlich dieses PlayStation Phone, weil das wäre eigentlich sinnvoll. Oh, wie viele haben das diskutiert? Ich habe wirklich immer ganze Zeit gedacht, ja, PSP 2, das müsste bestimmt diese PlayStation Phone sein. Und übrigens, diese PlayStation Phone gibt es wirklich, also es gibt einige Videos schon davon. Also ich finde, das wäre total interessant gewesen. Damit wäre ja eigentlich sozusagen diese allgemeine Handheld-Marke ja schon durchbrochen. Und man würde eh zu diesen Smartphones kommen. Ja, genau. Ja, ist jetzt, müsst jetzt selbst entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Ob ihr das gut oder schlecht findet, dass die beiden sozusagen verschmelzen, Smartphones und Handhelds. Ja, Ich was. Fände es gut, aber kaufen tue ich es eh nicht, weil zu teuer. Jo, sage ich dazu noch auch. Was daran jetzt aber leider wieder ein bisschen schlimmer ist, es gibt ja kein UMD-Laufwerk. Ohne UMD-Laufwerk kannst du nicht diese alten Spiele spielen, die du mal gekauft hast. Da ist der 3DS schon besser dran. Genau, auch wenn der 3DS keinen GBA-Slot mehr hat. Aber mein DS, haha. Ja, meiner auch noch. Meiner hat auch noch ein GBA. Meine auch. Wir haben alle DS cool. Ja. Und 3DS kommt so langsam voran. Nämlich schon am 15. März soll das ganze Ding erscheinen mit einem 2 GB SD-Speicherkarte. Und das Ganze dann mit einem Preis von 249 Euro ist natürlich wieder so ein leichter, stolzer Preis, aber das ist so der gleiche Preis wie von der Nintendo Wii, als sie herausgekommen ist.